und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde, da so viele gefragt haben. Ja, was haben die meisten gefragt? Was ist das? Ja, deswegen starten wir sein Was ist Tutorial. Dann das? würde ich sagen, los geht's. Guten Tag. Und was ist los? Ich möchte wissen, wie die Wache aussieht. Also, ich möchte gerne mehrere Dinge von dir. Ja, du möchtest sowieso viel von mir. Erstmal möchte Ja. ich gerne eine Aufklärung haben. Was ist das hier überhaupt? Wo Was ist befinden das? wir uns? Also, wir befinden uns im Spiel Arma 3 auf der schönen Karte Lakeside Valley. Lakeside County heißt es ja, weil das eine überarbeitete Version von Lakeside Valley ist. Und momentan, genauer gesagt, befinden wir uns an der schönen Feuerwache in Lakeside. Okay, das klingt doch schon mal ganz schön Ab interessant. noch. Dann können wir einmal reingehen. Okay, dann zeig uns doch mal genau, was wir hier so haben. Hier ist halt ganz normal der Eingang. Ne? Wer hätte es gedacht? Wenn wir einmal hier Ich. zu meiner Rechten geht, vom Bataillon-Chief, beziehungsweise von mir einmal sein schöner Wagen, sein, wie es ja in deutscher Sprache heißen würde, KDOW. Oder wie ich es auch trotzdem gerne nenne, EEW. So, hier haben wir einen schönen Aufenthaltsbereich. Mit Fernsehen, der immer aus Fernsehkorb. ist, weil kein Strom da ist. Oder keine Ahnung. Okay. Hier steht unsere männliche Putze. Die macht alles sauber und sorgt dafür, dass wir immer genug zu essen haben. Und falls wir mal Hunger haben. Nice. Ja, nice, ne? Ganz toll. Weitermachen. Wenn wir hier einmal reingehen, kommen wir in den Schulungsraum. Hier werden unsere neuen Kadetten in der Theorie ausgebildet und eingewiesen. Wie gesagt, in der Theorie, da haben wir ein bisschen Müll. Oder die Schüler haben da ihr Müll. Haben wir hier einmal die beiden Toiletten, Männer- und Frauentoilette. Das ist nicht Okay. einfach nur so getrennt. Die Männer haben hier auch wirklich ihr Pissoir, falls sie mal zu faul sind. Aber nicht reinkacken, Herr Kadett oder Chief. Ja, gut, wenn wir hier weitergehen. Hier haben wir einmal ein Denkmal an alle gestorbenen Feuerwehrleute. Hier haben wir unseren Raum, wo wir unsere Atemschutz. Hallo, kommst du mal hier rein, danke. Wo wir unsere Atemschutzflaschen und ähnliches wieder auffüllen können. Ja. 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 Hier kommen wir in die Leitstelle der Wache. Wo Mit ist ein denn der paar Leitstellen? Funkhütten. Disponent. Der hat Urlaub. So, dann sind wir hier schon in der Fahrzeughalle. Hier haben wir einmal unser F, den Notarzt. Seiner Funknummer. Haben wir hier 83 RTW 81. 23 83 1, 23 83 2 und den 23 83 3. Wenn ihr mal hinten reingehen möchtet, so mal hinten ganz gediegen mal gucken, wie so ein RTW von innen aussieht. Von hier Also aus. gemütlich ist er schon mal. Ich glaube, wir sind da beide drin, Fabian. Ich sitze vorne drin. Das will ich aber nicht. Bist du blöd, du Idiot. So, nein. Gut, dann weiter geht's. Nachdem wir hier unsere Rettungs- oder Medic-Abteilung hatten, haben wir hier jetzt unsere ja, Feuerwehrstellplätze für unsere HLS, die etwas nach europäischer Norm aussehen, aber die Stadt hatte gerade kein Geld für andere. Da könnt ihr euch auch einmal reinsetzen und euch das mal ganz gediegen angucken. Auch muss ich reinsetzen. Kann auch von hier gucken. Fabian möchte sich aber reinsetzen. Genau. Damit er den ganzen Leuten das einmal zeigen kann, was da Sache ist. Mit Richtig. seiner Facecam. Wobei. Facecam. Ich So. stehe gut. Nein, Jetzt hinten auch setz noch dich mal hier mal reingehen. dreimal rein. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Ja, wir sitzen alle drei vorne. Nice. Wenn Also ich ich jetzt als verstehe ich. Passagier reingehen würde, würde ich hinten sitzen. Ich sitze hinten. Ja. Moin. Gehen wir mal weiter. Ja, Ah, Kontakt toll, hier Karre. stehen viele Autos. Kommst du mal Pakt. her? Komm schon. Drehleiter machen wir gleich. Elad, hast gleich meine Aufgabengebiet, ne? Also, nein. Gucken wir. Also hier haben wir unseren Hans Meier für die ganzen, ja, haha Meier. der uns die ganzen Klamotten gibt und so weiter und sämtliche Ausrüstungsteile, wie zum Beispiel Axt, Feuermesser, Also unser Kettensäge. Kleiderwart. Der hat alles für uns. Putzi für Kleiderwart, alles. Gerätewart. Einmal durch, Herr Krust. Ist mir im Nö. Weg. Hier haben wir die, ja, Deko-Umkleide. Hallo? Da, achso, da. Da würden die Sachen halt zum Beispiel hängen.
Natürlich ganz wichtig, kontaminierte Kleidung muss gewaschen werden. Das sind ja Nicht mit nur zwei. kontaminierte Kleidung. Ja, auch die Kleidung, wo Herr Krust alias Paddy immer reingeschissen hat. Das machen nur jede zweite Kleidung. Ja, könnten Sie bitte da den RTW wieder einsatzbereit machen, Herr Krust? Das ist eine Aufgabe. Also hier haben wir dann noch die Torsteuerung für die ganzen Tore. Ja, im Alarmfall können wir alle öffnen und alle schließen. Die Stange zum Runterrutschen. Und den einen oder anderen. Ein Bett im Kornfeld. Ja, aber er soll es natürlich auch nicht ein Bett im Feuerwehrhaus. Einmal danke, 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 danke. Wenn du WS gleichzeitig drückst, dann läufst du langsam, so wie wir. Fabian. Einmal kurz gleichzeitig drücken, danach läufst du so langsam. Das sind ja nicht immer Rennen, wa? Oder vorne ist die Drehleiter und da kann der Schief, Herr Kuss, auch ein bisschen was zu erzählen. Dass wenn er die Einweisung jetzt mal vernünftig abgeschlossen hat. Dann fang mal an und zeig denen mal, was der Sache ist. Also, wir haben hier die Drehleiter, das wisst ihr ja schon. Die Funktionen sind relativ einfach. Ja, relativ einfach, schon glaube ich das Ding wieder zusammen. Ja? Oh. Leute, die Englisch können, ist es einfach. Gesundheit. Gesundheit, schöne Sache. Schönheit hättest du sagen müssen. Gesund ist er. Bin ich das wirklich? Was machst du? Warum haust du mich mit der Drehleiter? Ja, wenn du das wüsstest, Thomas. Du bist jetzt nicht mehr hier. Dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Also, wir haben halt die Möglichkeiten, einmal ganz normal die Leiter unabhängig zu drehen. Füße außen einfahren und die Leiter zweimal minimal auszufahren. Einmal V drücken, bitte. Dankeschön. So, dann einmal Leiter zurück in Ausgangsstellung reinfahren. Dann zeigen wir noch einmal kurz das Krankenhaus. Und die komischen Herren in Blau von der Polizei. Oder hier sie sind ja hier in Schwarz. Dann würde ich sagen, wie die Polizisten aussehen. Dann würde ich sagen, dass wir das HLF mitnehmen, oder? Gleich schnell mit dem AdNet fahren, warte. Nö, ich möchte gerne. Also, ich möchte gerne den. Hier. Ja, den netten Wagen hier mitnehmen. Damit ihr aber wisst, wie so ein Kopf aussieht, hallo? Damit ihr aber wisst, wie ein Kopf aussieht, könnt ihr mich einmal angucken. Das sieht ein ganz gechillter Kopf aus. Ja, dann steigen Sie mal ein, Herr Kopf, dann bringe ich Sie zur Feuerwache, zur Polizeiwache, oder? Wir fahren erstmal kurz zum Krankenhaus, jetzt wo es hier ist. Ja, okay. Da es hier ist. Herr Krust, fahren Sie bitte auch mit. Ich fahr nach. Nein, Sie dürfen nicht nachfahren. Die Drehleiter muss in Einsatz. Er muss die Drehleiter fertig machen, bevor ein Einsatz kommt. Das erste Mal, dass ich fahre. Ja, ich merk's. Ja, man lässt mich ja nie. Zwar ein bisschen höher als du, aber immerhin. Echt so. Ich wollte jetzt auch aussteigen. Radio. I've got a visual. Cars, 400 meters. Beim Krankenhaus, richtig. Dann kommen Sie mal mit. Für unsere Sanitäters haben wir natürlich auch noch was Schönes. War nicht viel, aber immerhin. Sie können arbeiten. Halbwegs vernünftig. Wir haben hier einmal vier Betten für ja, vier für Operationen. Na, hier werden die Leute halt operiert, versorgt und ähnliches. Und sofern sie hier im Endeffekt aus dem, sagen wir jetzt mal, Intensivbereich raus sind, können sie hier in die normalen Betten, wo sie halt unter sich sind, hingebracht werden. Ist zwar nicht gerade schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Hier kommen wir halt raus und hier ist halt die Leiter, genau, die Treppe nach oben für den Fall, dass der Rettungshelikopter kommt, um die Leute abzuliefern. Ich bleib mal unten. Okay, machen Sie das. Dann gehen wir mal kurz oben gucken, wo der Helikopter place ist. Ja, wir kommen
ihm, glaube ich, nahe. Oder oh, oben ganz. Ein ziemlich weiter Weg für einen so einen Helikopter. Und genau da, wo du jetzt bist, landen dann die Helis und bringen die Patienten hierher vom weiter außerhalb. Von den Bohrinseln. Okay. Green. Fail. Ja, Patrick hat Langeweile und spielt mit der Drehleiter oh, ja. rum. Wo bist du? Ja, ich bin gerade vom Dach gefallen. Hast du ihn gemacht? Ja, ich bin vom Dach gefallen, wie gesagt. Du Idiot. Ich hol dich ab, bleib da. Entschuldige bitte, konnte ich auch nichts für. Ja, das schöne Straßenschild. Los. Dann fahren wir jetzt mal zur Polizeiwache und dann ist das ja auch die letzte. Sind wir lang noch keine Kollegen, ne? Was? Wobei du jetzt Militärklamotten an hast, sind wir noch lange keine Kollegen. Die. I've got a visual. Car, 300 meters das Gefühl, north. Das Ding muss nochmal zur Werkstatt. Ja, das könnte wohl möglich sein, wa? Rückspiegel sind im Arsch. Ja, ein bisschen nah dran, wa? Läuft bei ihm, wenn er rückwärts. Hier sind wir jetzt im schönen Polizeiakku Lakeside. Gibt's hier einen Waffendetektor? Viel, außer ne, immer Staff only. Staff only, da haben wir ein paar Zellen. Achtet da mal auf mich, ich will das Polizeirevier auch mal sehen. Damit die, wo die ganzen Dullis drin sind. Hm. Da will ich gleich mal rein. Ja, da gehörst du auch rein, so. Einmal raus. Scheiße! Würde ich da gerade einsperren. So. Hier haben wir noch ein Besprechungszimmer. Immer, okay, gleich mal. Hier haben wir noch eine Durchgangstür. Komm auch nicht. So, hier ist dann halt dieser Tresen von drinnen. Ein paar Laptops. Okay. Eine Garage für ein kaputtes Auto. Oder auch einfach nur die Werkstatt. Extat. So, und hier drinnen steht unser Hans Meier, der uns auch wieder mit allem Nötigen versorgt. Hans Meier. Hans Meier, wobei dem. So, aber die Frage ist, wir haben jetzt, okay, natürlich hier noch ein kleiner Ausbildungsbereich. Hoffentlich. So, aber so, wir, jetzt wir brauchen natürlich auch ein paar Autos und da wir keine Garage hier zur Verfügung haben. Sind wir auf dem Dach. Nennen wir hier aber. Einfach unsere Autos auf dem Dach parken. Also dürfen wir damit mal fahren? Nein. Pfeiffer, man ist bescheuert. Ich dachte, ich nehme mit einem. Aber du darfst unsere Pfeiffer-Autos fahren, oder was? Ich muss sie leider bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Ich habe leider keinen Militärangehörigen ein Polizeiauto zur Verfügung gegeben. Es sei denn, sie haben einen. Ausweis, bitte ein gewisses Papierstückchen für mich. Ja, hier, bitteschön. Ist nicht. Ja, ist okay. Was passiert, wenn ich auf den Tank schießen würde? Passiert natürlich nichts. Schade. Oh, Fabi, hast du noch irgendwelche Fragen? Oder habe ich dir jetzt alles gezeigt? Also mir hast du jetzt alles gezeigt. Ja, okay, ich warte, steig mal kurz ins Polizeiauto, ich kann euch aber noch was zeigen, was noch kommen wird. Rein! Ich fahre da, ja. Wir sind doch direkt nebenan, das ist direkt nebenan. Deswegen sitzt es... Weil natürlich fehlt natürlich noch das ADRC.
Irgendwann mal. Kann mal jemand aufmachen? Ich steig aus. Hier kommt dann bald das ADAC hin. Dort haben die einen kleinen Schrottplatz. Ein paar. Ihre große Firmenhalle da, wo die Scheiben kaputt sind. Also ich wollte das nur zeigen. Achso. Hallo, da hast du eine größere Werkstatt für LKWs und hier diverse kleinere für die Alstar Autos. Ich denke mal, wir sollten uns dazu schießen. Kommt nicht so gut, wenn man etwas vorstellen möchte. Ja, da hast du recht. Die Kettensäge. Ja, Leute. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das in dieses Video. Das ist das erste Infovideo. Und ja. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Wie gesagt, das ist ja Arma 3 mit einem Modpaket. Feuerwehrmods. Einem Modpaket, welches uns gehört. Uns. Nein, ihm. Was? Ja, Leute. Das soll's gewesen sein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.